Willkommen zurück, ich bin Anvicek. Heute geht es mal wieder um Chia. Ich habe mich ein paar Sachen vorbereitet. Einerseits hier dieses kleine Skript zum einfacher Plotten. Ja, wenn ihr unter Windows plottet, habe ich hier das Skript vorbereitet. Also ihr könnt hier einfach eintragen, K34 Plots wie viel, K33 Plots wie viel, eure Threads, eure Buckets, euer Temp-Dir 2. Wichtig, immer am Schluss das Slash lassen. Euer Final Dir, und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr einfach auf Start drücken und das Ganze sollte funktionieren. Das heißt, dann geht eine Command Line auf. Achso, nicht vergessen, Farmer Key und euer Contract Key eintragen. Geht eine PowerShell auf und startet euch die Anzahl der Plots durch und dann läuft das Ganze durch. Der Nachteil ist, wenn man hier zwischen den K34 und K33 Plots ist, dass man hier den Kopiervorgang abwarten muss. Also sprich, wenn die vier Plots fertig sind, dann normalerweise startet ja schon der nächste Plot. Hier an der Stelle muss man einmal warten, weil das einfach hier nicht möglich ist. Ja. So, das ist erstmal das erste Update. Also das Ding stelle ich euch unten in der Infobox zur Verfügung. Und weil mich ja da jemand gefragt hatte, wie ich das gerade eben aktuell mache mit den K33, K34 Plots. Und für eine 18 TB Festplatte, also sprich 18 TB Festplatte, mache ich hier 4 Stück und hier 18 TB, hier 72. Ja. Solltet ihr als Beispiel das Ding unterbrechen müssen, das kann ich euch auch mal zeigen. Ja. Das ist ganz praktisch gemacht bei der neuen Konsole. Ja. Ihr seht es hier, ja, hier habe ich schon gedrückt. Wenn ihr Ctrl C drückt, brecht ihr den Plotvorgang ab. Und der Plot läuft aber noch fertig, der wird noch fertig gemacht. Wenn ihr zweimal Ctrl C drückt, das zweite Mal, dann bricht ihr das wirklich komplett ab, dann schließt ihr das Fenster. Das hat aber den Vorteil, dass ihr den Plot sozusagen fertig machen könnt. Und wenn ihr so eine Reihe, wie zum Beispiel hier an der Stelle, ja, zum Beispiel 1 von 7, ich habe festgestellt, oh, hier sind K34 Plots, die ich mache, obwohl ich nur 4 drauf haben will, und aus Versehen habe ich irgendwie 7 eingetragen, wieso auch immer, ja, dann breche ich es halt ab und nachdem hier das Ganze kopiert wird, mache ich den nächsten Plot, ja. Mache ich nur noch 3 K34 Plots. Das heißt, hier an der Stelle würde das Ganze Moment, so aussehen. Ja, das heißt, hier würde ich den 3, das habe ich schon angepasst, und hier habe ich noch 68 Plots. Ja, liegt daran, ich habe schon 4 Plots vorgeplottet gehabt. Wenn die Festplatte reinkommt, dann tue ich einfach die Daten schon automatisch rüberschieben. Okay, so, das ist jetzt erstmal das erste Update zu dem Skript hier, was den Leuten helfen wird, hoffentlich mal den einen oder anderen. Das zweite zu Festplatten, Lebensdauer, Leistung und. Ja. Meine 1500, die ich gekauft habe vor 7 Monaten, hat eine Lebenserwartung von 100%, ja. Immer noch. Obwohl ich sehr, 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 sehr viel Plots erstellt habe. Ja. Also ich schätze, da sind bestimmt 200, 300 Terabyte durch diese einen durchgegangen. Und ja, die hat immer noch volle Leistung. Deswegen bin ich hergegangen und auf diese Festplatten, diese Western Digital 1, umgestiegen. Ich habe die bei, ich kaufe die, habe die aber alle bei, ja, bei Western Digital, zum Teil bei Amazon gekauft. Ihr müsst nur aufpassen bei Amazon, wenn ihr auf Western Digital 1500 geht. Gerade eben hier, ja, hier hat es die, also das ist hier ein Fehler. Für den Preis kriegt ihr keine 4 TB. Keine Chance. Das ist irgendwas Falsches. Also, da sieht man auch hier, das ist irgendwas gefaked hier. Hier haben sie irgendwie den Shop oder so, den Western Digital Shop gehackt. Also eine 8 TB kostet um die 1000 Euro. 4 TB kostet um die 1000 Euro, ja. Ich habe die 2 TB Version geholt, die reichen mir vollkommen aus. Die werden ein bisschen heiß, aber aktuell für 300 83 Euro ist das gut, und deswegen, ich habe hier nämlich reingeschaut in die Bewertung und da steht, schreiben viele Leute dran, 1 TB statt 4 TB. Achtung, ja, wird Artikelbeschreibung ist falsch, also da müsst ihr aufpassen. Wie gesagt, also ich habe die 2 TB Version gekauft und es kommt so hin, die kostet ungefähr 400, 500 Euro und jetzt ist sie für 383 Euro, also lohnenswert, ja. Und wie gesagt, ich habe bisher keine Auswahl der Platten und ich habe 4 Stück jetzt schon. Hat ein bisschen Geld gekostet, aber diese Platten laufen sehr stabil von der Leistung her. Und für Mad Max sind sie sehr, sehr gut. Mein Empfinden, ja. Okay, das ist erstmal das erste Update zu Chia und Plotting und Hardware. Hardware noch ein bisschen dazu.
Ich habe auch umgebaut hinten, das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Hardware-technisch reichen 32 GB für K34 Plots. Aber aufgepasst, ihr müsst dann halt natürlich hier unter eurem System einstellen. Wo ist denn das hier? Aber es ist weiter Systemeinstellung. Hier genau, also das ist Windows 11, sorry. Und da müsst ihr halt hier einstellen, dass ihr eure Auslagerungsdatei groß genug wählt, dass bei K34 Plots einfach genug Auslagerungsdatei da ist. Das ist sozusagen das Einzige. Update-technisch kann ich sagen, RAM, der schneller ist, erzeugt auch schnellere Plots. Aber ihr müsst es immer durchrechnen mit den CL-Zeiten. Ja? Wenn die CL-Zeiten viel, viel länger sind, dann lohnt sich es doch vielleicht, den langsameren RAM zu nehmen, weil das dann das Ganze doch schneller macht, das ganze System. Einen Fehler habe ich, den der Bug, vielleicht kennt ihn der ein oder andere. Ja, ich mache euch das mal auf. Hier habe ich einen Plot auf dem gleichen System, gleiche Einstellung, alles identisch. Und ihr seht, der Plot ist fertig in 80 Minuten. Ja, das ist der zweite Plot. Ihr seht, hier ist der Kopiervorgang vom ersten Plot. Das heißt, also ich habe den zweiten Plot gestartet, während der erste schon kopiert hatte. Gleich hört meine Stimme auf. Also ja, ich bin ein bisschen erkältet, wie gesagt. Und hier an der Stelle, gleiches System. Erster Plot und ihr seht, der hat 94 Minuten gedauert, ja. Und dann breche ich immer gleich ab und mache gleich das nächste. Also ihr könnt mit Ctrl C das durchlaufen lassen, den Plot, und dann abbrechen. Ich sehe es meistens schon hier an der Stelle, ja, dass diese Rewrite, der Bereich von der Phase 2, dauert halt ewig, ja. Und hier seht ihr es, der Rewrite, der braucht halt nur 60, 70 Sekunden, ja, und hier hat er halt 160 Sekunden gebraucht. Und das macht auch den Unterschied. Hier habt ihr 1600 Sekunden für diese zweite Phase und hier habe ich 860 Sekunden. Ja, also ich habe schon an Mad Max geschrieben, dass das ein Bug ist, ein Issue, aber wie ihr auftritt, woran das liegt, kann ich euch nicht sagen. Ja, also es muss irgendwas mit der Software zu tun haben, weil der erste Bereich, der erste Teil und der letzte Teil sind identisch von den Zeiten her. Ja, wenn ihr schaut, 1240 Sekunden. Hier habe ich 1246 Sekunden und im ersten Teil habe ich 2581 Sekunden und hier 2500 Sekunden. Ja, die 80 Sekunden, die schenkt man sich. Ja. Aber im Prinzip, wie gesagt, hier und dann das Witzige ist ja, die laufen alle dann durch. Ja. Die alle 8 Plots laufen in dieser Geschwindigkeit durch und es ist nicht so, dass sie dann plötzlich welche langsamer oder schneller sind, sondern alle laufen dann in dieser Geschwindigkeit durch. Ja, also wie gesagt, das ist ein Bug, den ich gefunden habe. Vielleicht hat ihn auch einer andere. Ihr könnt euch gerne melden. Vielleicht habt ihr auch herausgefunden, woran es liegt. Ja, das ist erstmal eine Baustelle, die ich habe, die ich noch nicht herausgefunden habe, wie sie zu lösen ist. Okay, das ist sozusagen das Update hier. Also ich bestelle immer 4, 5 Festplatten, vor allem. Meine Empfehlung ist es, also wenn ihr auf Mindfactory seid, bisher kann ich nur sagen, Mindfactory ist die günstigste Plattform für Festplatten seit Monaten. Ja. Ich gehe immer hier auf dieses MindStar drauf oder diese Damn Deals. Ja, und wenn ich da was sehe, oft sind hier, wie gesagt, versteckt Festplatten, manchmal auch Rambausteine. Und wie gesagt, ich gehe dann immer auf die MindStar Deals. Und manchmal sind hier dann Festplatten oder was auch immer versteckt. Ja, zum Beispiel hier. Seht ihr, die Festplatte kostet 264 Euro. Wenn ich direkt drauf gekommen bin auf die Seite, dann hat auch jetzt zeigt sie sich 264 Euro an. Aber ich war 18 Terabyte Toshiba. Machen wir mal so. Und wenn ich so drauf gehe, glaube ich, auf mein Factory, dann wird sie. Nein. Also vorher war sie drin für 274, hätte ich schwören können. Warte kurz mal, wir machen das anders. Ich gehe mal kurz über. Da sieht man es. Ja, 280 Euro. Seht ihr das? Wenn ihr, dadurch, der hat sich das schon gemerkt, dass ich das gesehen habe. Ja, deswegen ist der Shop ist, interessant. Ja, also auf jeden Fall, der ist ein bisschen schlau, der hat schlaue Cookies da drin. Also, wie gesagt, ihr müsst ein bisschen auf der Seite mal gucken, sonst zahlt ihr halt den teureren Preis. Ich gehe mal, wie gesagt, auf den Dings und ich habe schon die 18 TB Festplatten bekommen für einen Preis von 250 Euro das Stück. Ja, also, das waren die günstigsten Schnäppchen. Ihr könnt immer 5 bestellen. Ich bestelle so im Monat 4, 5 Stück. Manchmal auch mehr, je nachdem, wie viel Geld über ist.
Und so, jetzt einfach mal hier das Update zu Festplatten kaufen. Jetzt gehen wir einfach mal rüber und dann zeige ich euch mal meinen Umbau, weil meine Farm jetzt eigentlich recht wenig Strom frisst und ich zeige euch mal, wie ich das hingekriegt habe. Also, ihr seht, ich habe aktuell meine Platte umgebaut mit Festplatten, wo ich einfach mal schön rein und rausschieben kann. Leider tun diese, ja, diese Festplattenrahmen keinen Hot Swap unterstützen, was ein bisschen doof ist, meines Erachtens nach, aber. Es ist halt, wie es ist. Im Grunde genommen stört mich nicht, kurz neu zu starten. Ja. Das sind meine zwei Plotter. Der andere Plotter, der ist noch hier unten. Den baue ich jetzt auch noch die nächsten Tage um. Ich habe endlich meine Festplatten geschafft, alle zu sortieren. Ja. Da sehe ich halt einfach auch, ich habe hier noch ein paar Lücken gehabt. Ja. Das waren halt meine kleinen Festplatten hier. Die 2,5 Zoll, ja, die waren da dazwischen drin. Deswegen habe ich da jetzt Lücken. Die fülle ich jetzt natürlich mit großen Festplatten auf. Ja, eine der Platten ist schon kaputt, wie gesagt, ist halt doof gelaufen. 2,5 Zoll Platten halten wahrscheinlich nicht so lange. Vielleicht hat die auch schon defekt gehabt. Keine Ahnung. Von den großen Festplatten ein Jahr roundabout bei manchen Festplatten schon über. Da habe ich keinen einzigen Auswahl. Hier habe ich meinen Server. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem Teil. Meine Verkabelung ist ja so. Ich habe hier jetzt drin. Ihr seht es, glaube ich, ist schlecht. Ich muss mal kurz Licht machen. So, ihr seht es da drin. Ja, ich habe jetzt zweimal die USB-Hubs, die ich euch letztens vorgestellt habe. Ich tue euch auch gleich nochmal den Link rein. Die funktionieren doch mit jeweils 10 Festplatten. Also jeweils habe ich dann dementsprechend an diesem System, ja, 90 Festplatten kann ich an das System anschließen. Ja, und das ist eigentlich ganz praktisch, aber ihr müsst aufpassen beim Starten. Das Netzteil, das ist ein 1500 Watt Netzteil. Ja. Ich habe ja das 1200 Watt, das liegt hier unten. Ja, also, das ist das 1200 Watt. Habe ich durch ein 1500 Watt ersetzt, weil das 1200 Watt hat nicht ausgereicht, um die Festplatten zu starten. Das heißt, wenn ich gestartet habe, habe ich gesehen an der Wall, dass, ja, dass das ganze System hier mehr als 1500 Watt geschluckt hat und dann geht das Netzteil, das untere, ja, in den Safe-Modus und schaltet sich ab. Und das Ding hat genug Reserven, dass es anbleibt und die Festplatten brauchen dann, wenn sie angelaufen sind, nachdem sie angelaufen sind, nur noch roundabout 700 Watt. Hier an der Stelle habe ich ein System gewählt. Ja, ich habe jetzt ein i3 gewählt mit T-Ausführung. Wollte ich haben, gab es aber nicht. Ja. Also diese T-Ausführungs-i3s haben den Vorteil, dass sie 35 Watt nur verbrauchen. Der ist jetzt ein 60 Watt System, also ich könnte vielleicht noch 20 Watt mehr sparen, hätte ich einen anderen CPU gemacht. Wäre sinnvoll gewesen, weil die 20 Watt zahlen sich übers Jahr auf jeden Fall aus, ja, weil der 24/7 läuft. Ja, ich weiß, das ist nicht schön, aber es ist sehr funktionell, das System. Die Cases, die hatte ich euch ja schon vorgestellt. So sieht das Ganze aus. Ich bin von den Raspberries weggegangen. Ja, also meine Raspberries hier hinten, ja, die kann ich jetzt verkaufen. Das sind nochmal, aktuell sind die Raspberries so hoch vom Preis her, dass ich vermutlich für die Raspberries hier, die ich habe, nochmal drei Festplatten kaufen kann. Und das werde ich auch machen, definitiv. Alle PCs haben Wasserkühlung, alle Plotter. Nur der Server hat jetzt keine Wasserkühlung mehr, weil der braucht eigentlich auch nicht so viel Last, ja. Also der läuft da bei 10% oder so Last in der Bereich. Ja, vom Switch her habe ich auch ein Update gemacht. Ich bin vom 10 Gigabit-Switch weggegangen, weil es einfach stromtechnisch mehr gebraucht hat, ja. Und das Switch, was ich hier habe, ist eigentlich schon fast zu groß. Ist aber okay, ja. Ich habe es jetzt hier und dann bleibt es jetzt auch hier. Aber im Prinzip ist es hart an der Grenze, weil es eigentlich. Ja, vielleicht, man könnte vielleicht so nochmal hier 10 Watt sparen. 16,44 Kilowattstunden habe ich eingespeist. Das heißt, das ist auch, was ich gespart habe an Strom, sind ungefähr 5 bis 6 Euro. Ja, je nachdem, was für einen Strompreis ihr habt. So viel habe ich sozusagen gespart an meinen Balkon-Solarkraftwerk. Es waren aber auch trübe Tage die letzten, ja, die letzte Woche und auch gestern war es nicht so toll. Also es hat auch geschnien nochmal. Also war echt so ein bisschen blöd. Ja, das ist so das Ding, was ich euch zeigen wollte hier. Damit bin ich eigentlich mit dem kurzen Update, wo ich euch heute zeigen wollte, durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da und ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
und schaltet wieder ein. Bis dann. Ciao, ciao.